Willkommen zurück in Frankfurt. Wie fühlst du dich? Wie war es denn? Ja, also gerade bin ich ziemlich müde, aber irgendwie auch aufgeregt und auch auf dem Rückflug, der war sehr entspannt und verging auch doch für mich relativ schnell. Und ich habe mich so gefreut, auf hier anzukommen, so empfangen zu werden. Und es ist halt für mich komplett neu. Ich bin das erste Mal bei Olympia dabei gewesen, darf mich Olympionike nennen. Und für mich ist das jetzt absolut grandios, hier im Römer mit vorgestellt zu werden. Heute Abend die Abschlussparty im Deutschen Haus. Und es ist einfach aufregend und ich nehme alles mit. Du hast bei deinem Rennen nicht die Bedingungen gehabt, die du dir gerne erhofft hättest. Du bist dafür bekannt, dass du es nicht magst, wenn es einfach heiß ist. Berichte mal, wie war das Rennen für dich? Naja, meine Bestzeit bin ich bei 30 Grad weniger gelaufen. Also tatsächlich, es war extrem warm. Wir hatten auch früh zum Start eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit. Ja, Meisterschaften sind leider immer im Sommer und sie sind immer unter diesen Bedingungen. Also damit muss ich eben rechnen. Ich komme auch schon besser klar als in den letzten Jahren. Das ganze Feld hat etwas ruhiger gestartet, als man, ich sag mal, die Kilometerzeiten gewohnt ist. Aber leider habe ich durch einen Getränkestand, wo ich mit einer anderen Läuferin zusammengestoßen bin, die einfach stehen geblieben ist, um ihr Getränk zu nehmen und ich halt voll in sie reingerannt bin, habe ich den Anschluss an das Führungsfeld leider verpasst und bin dann fast 10 Kilometer hinter dem Feld im gleichen Abstand hergelaufen, aber dann nach und nach kam die Sonne und das war dann so ein bisschen, ich will nicht sagen mein Untergang, aber es wurde immer, immer härter und mein Ziel war dann, komm ins Ziel, komm so ins Ziel, dass du aufrecht ins Ziel kommst, auch mit einem Lächeln auf den Lippen, das habe ich auch geschafft. Ich bin auch sehr, sehr zufrieden mit meiner Leistung, weil trotz der Bedingungen war die sehr gut für meine Verhältnisse. Ich bin eine sehr gute Zeit gelaufen. Platzierung spielt da jetzt eher weniger eine Rolle. Aber mein Gott, ich bin 31. in der Welt und es war einfach toll an der Strecke. Wir hatten ziemlich viele Zuschauer auch gehabt, was natürlich viele andere Disziplinen gar nicht haben. Wir hatten die Zuschauer, wir hatten eine Fanzone und es war einfach überwältigend. Also es hat Riesenspaß gemacht, dort zu laufen, auch wenn es eins der härtesten Marathonrennen war, die ich je gerannt bin. Du hast aber im Vorhinein gesagt, du willst ins Ziel kommen, wissen, dass du das genossen hast und dass du zufrieden sein kannst, weil du alles gegeben hast. Wer den Marathon verfolgt hat, hat im Ziel gesehen, die Kader, die hat alles gegeben. Hast du auch dann so dein Ziel erreicht? Auf jeden Fall. Also ich wollte mich Olympionikin nennen, das heißt, ich möchte ins Ziel kommen und das habe ich geschafft. Und im Ziel war ich erstmal vollkommen fertig, aber unheimlich glücklich. Mir liefen dann auch erstmal die Freudentränen, weil mir einfach so diese Anspannung, das ist alles so von mir abgefallen und einfach so dieses, du hast es geschafft, dieses verlängerte Jahr, diese anderthalb Jahre Kampf, um dabei zu sein, um dort rennen zu dürfen. Du hast es geschafft und jetzt stehst du hier im Ziel und kannst quasi an deiner Bucketlist ein Häkchen dran machen und ich bin einfach nur super happy, super glücklich und auch wenn wir oben in Sapporo beziehungsweise vorher im Trainingscamp nicht das olympische Feeling haben, was natürlich in einem olympischen Dorf entsteht, hatten wir ein super Team mit den Gehern gemeinsam und den Marathoni-Jungs. Es hat unheimlich Spaß gemacht. Wir hatten ein tolles Betreuerteam um uns rum und wir haben es uns richtig schön gemacht. Und wir sind auch irgendwie in den anderthalb, zwei Wochen zusammengewachsen und haben den einen und anderen immer angefeuert und, na klar, angefeuert, aber zusammengestanden und es war einfach toll. Also es war ein richtig, richtig schönes Erlebnis, woran ich auch gerne zurückdenke. Dann komm jetzt erstmal an, genieß die Zeit und erhol dich gut. Das mache ich. Dankeschön.